Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Dark Souls 2. Beim letzten Mal, ja, haben wir Nashandra, die Königin von Dranglake getroffen. Den König selbst, Vendrake, haben wir ja noch nicht getroffen, aber zumindest schon mal Nashandra. Und bevor wir jetzt hier weitergehen, ist mir eine Sache noch aufgefallen beim Rendern der letzten Folgen. Und zwar gab's bei diesem Bonfire noch eine Leiter. Ich gehe mal stark davon aus, dass die Leiter einfach nur zu dem einen Typen führt, der uns damals angegriffen hat mit seiner blöden Armbrust. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. Ich würde trotzdem noch gerne nachgucken, ob es da das ein oder andere Item gibt, nämlich genau hier. Ja, und da gibt es sogar tatsächlich noch eine Kiste sogar. Die nehmen wir natürlich ganz flott mal noch mit. So, ihr beide. Ah ne, die entstehen natürlich nur, wenn ich unten lang gehe. Das habe ich ja schon bei den anderen Typen gemerkt. Das heißt, wir gucken hier noch flott rein. Und wir finden einen Jäger-Schwarzbogen und 20 Eisenpfeile. Was macht denn der Schwarzbogen? Wie gut ist der denn? Wahrscheinlich sehr gut, ne? Jäger-Schwarzbogen. Er skaliert mit S auf Geschicklichkeit immerhin. Schwarzer, für große Distanzen entwickelter Bogen. Anfänglich schwer zu handhaben, ihn zu beherrschen, erfordert einige Übung. Die Jagdgöttin Evlana war eigentlich gar keine Göttin, sondern eine mutige und begabte Bogenjägerin. Lange nach ihrem Tod erhoben Legenden sie zur Gottheit. So, euch lasse ich jetzt einfach mal stehen. Muss euch ja nicht töten. Ach ja, und ich bin wieder zur Hellebarde gewechselt. Nicht, weil ich was prinzipiell gegen das Schwert habe. Eigentlich finde ich das Schwert ganz cool. Es ist bloß immer sehr laut, wie ich persönlich finde. Weiß nicht. Also, weil halt immer noch dieser Feuerschaden dazukommt. Und das so eine kleine Explosion ist. Finde ich das Schwert immer ein bisschen laut. Nichtsdestotrotz hat es uns in der letzten Folge ja gute Dienste geleistet. Muss man ja auch mal sagen. So, wir gucken erstmal ganz kurz hier lang. Weil ich glaube, hier... Genau, kommen wir nur von Gitter. Oh, und da oben steht schon mal irgend so ein blöder Bogenschütze. Den ignorieren wir jetzt mal. Ich meine, ich könnte versuchen, ihn theoretisch mit meinen Blitzen zu treffen, aber lohnen tut sich das jetzt eigentlich nicht. Deswegen gehen wir weiter in diese Richtung. So, Benhard hat sich ja offensichtlich verzogen. Und dann schauen wir mal. Hier haben wir eine Vorrichtung, die wir nicht aktivieren können. Hier haben wir eine Tür, die verschlossen ist. Da haben wir ja echt viele Möglichkeiten. Dann gehen wir halt die Leiter hoch. Ich meine, wenn uns nichts anderes übrig bleibt, dann tun wir das halt. Boah, wie viel Ausdauer das schnelle Leiterklettern erfordert. Krass. Boah, ist diese Leiter hoch. So, da wären wir erstmal oben. So, ich denke mal, hier werden wir dann irgendwie noch einen Fahrstuhl aktivieren. Ah, jetzt erstmal hier. So, wenn ich mich recht entsinne, ist der Raum ziemlich dumm. Weil, wie ihr seht, wir haben da wieder so einen Golem, für den wir Seelen brauchen. Aber ich glaube, nicht einer dieser Typen wird lebendig. Das heißt, wir müssen uns den Gegner irgendwo anders herziehen. Wow, Geist in der Wand. Das heißt, wir müssen uns die Typen aus dem nächsten Raum ziehen. Ich meine, klar, es ist vielleicht eine kleine Abfrage, ob derjenige weiß... Ah, da kommen sie schon, sehr gut. Ob derjenige weiß, dass er, wie das funktioniert. Nichtsdestotrotz finde ich es ein bisschen sinnlos, die Gegner hier extra aus dem anderen Raum dafür zu ziehen. Au, hör auf damit. So, hat es schon geklappt? Shit, shit, shit. Okay, es hat sich aktiviert, das Scheißteil. Das ist schon mal gut. Oh, der hat mich sogar nochmal getroffen. Das war haarscharf, würde ich sagen. So, und damit aktiviert sich er. Da habe ich nämlich beim ersten Mal ewig gebraucht, weil ich ja nicht so ganz gerafft habe, dass das Ganze, dass die Dinger mit Seelen funktionieren, weil es ja vorher auch ganz gut geklappt hat. Ja, und jetzt aktivieren wir nämlich den Fahrstuhl. Und weil hier drin halt, ich meine, warum sollte man einen Gegner hier in den nächsten Raum ziehen? Ich finde es halt irgendwie ein bisschen sinnlos. So, das ist offensichtlich keine Mimik. Ich werde trotzdem mal ganz kurz den Schild benutzen. So, damit haben wir den Fahrstuhl aktiviert. Das Problem ist, wir kommen ja jetzt nicht wieder zurück zum Fahrstuhl. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier erstmal... Hammer des alten Ritters. Ich glaube, die alten Ritterwaffen hatten wir schon mal. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie wieder zurückmachen. Ich meine, wir könnten uns einfach teleportieren, aber es wäre ja zu einfach, ne? Wo sind denn die alten Ritterwaffen? Da, Hammer des alten Ritters. Benutzt von einem Ritter aus einer so lang vergangenen Zeit, dass er von seinen Taten nichts mehr bekannt ist. Er ist von extrem niedriger Dauerhaftigkeit. Mitunter kann etwas, kurz bevor es auseinanderbricht, noch einen letzten riesigen Kraftschub freisetzen. Das scheint auch keine Mimik zu sein.
Kaithar-Glocke und das Seelengroßschwert. Bei der Glocke können wir mal gucken, ob die besser ist als unsere. Ja, aber wir bräuchten tatsächlich 22... Was ist das denn da? Einfluss des Willens. Ach, die ist besonders gut für Finsternis, scheinbar. Aber wir bräuchten 22, Wille. Heilige von der Tränengöttin Kaithar gesegnete Glocke. Ein Beschleuniger für Hexereien. Kann nicht zum Wirken von Wundern verwendet werden. Dann bringt er uns ja eh nichts. Kaithar, die Tränengöttin, ist als mitleidvolles Wesen bekannt, das uns in tragischen Zeiten beisteht. Manche sind aber überzeugt, dass sie eine Dämonin ist, die uns ins Unglück führt. Apropos Glocke, ich könnte die Glocke eigentlich mal hier wieder ranlegen. Ich meine, der Bogen ist jetzt nicht ganz so wichtig, aber die Glocke, dann kann ich wenigstens meine Angriffe durchziehen. Und dann haben wir noch einen Zauber gefunden. Ein Zauber oder Wunder oder Hexerei. Hexerei würde eigentlich passen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Sieht aber nicht so aus. Das ist wahrscheinlich ein Zauber gewesen. Seelengroßschwert war es doch, ne? Ein Zauber, der ein Schwert aus Seelen formt. Dazu wird Energie in einem einzelnen Punkt fokussiert und als Schwert mit beiden Händen geschwungen. Der Einsatz dieses Zaubers ist dem der Schwertkunst nicht unähnlich und kann so grundsätzlich eine Gefahr für den Zauberer darstellen. Wie ist das denn gemeint? Okay. Ach du Scheiße. Was willst du denn? Du blödes Pferd. Ich habe dich doch schon mal besiegt, ey. Ach, hörst du mal auf damit? Ich habe dich doch schon mal besiegt, du blödes Vieh. Sehr schön. Au, Alter. Das hat Damage gemacht. Sehr gut. Ich muss dich doch nur noch einmal treffen. Sehr schön. Hier ist irgendwie nicht so viel Platz, dass man irgendwie gut kämpfen könnte, finde ich. Ah, ist ein bisschen unschön. Gauers Schutzring. Ja, so ein Pferd haben wir ja schon mal getötet. Das war ja dafür da, um die Untoten zu jagen und zu foltern. Dass es nichts gebracht hat, ist ja eine andere Geschichte, ne? Also die Untoten können ja nicht sterben. Das da. Der Ring gehörte dem Assassinen Gauar, der ein halbes Dutzend Könige und mehrere hohe Geistliche gemeuchelt hat. Er verringert von hinten erlittenen Schaden. Oh, das Leben von Assassinen steht immer auf dem Spiel und die größte Gefahr ist ein ungeschützter Rücken. Ah ja, genau. Das lässt einen so... Da hat man so eine Figur auf dem Rücken. Ist eigentlich ganz cool, finde ich. Eigentlich eine ganz coole Idee. Weiß nicht, ob der uns jetzt so viel bringt. Also ich meine, damit sind auch übrigens nicht nur Backsteps an sich gemeint, sondern generell halt jeglicher Schaden, der von hinten kommt. Aber jeglicher... Ach, guck mal, da ist auch gleich einer mit einem Hammer. Aber das Ding ist, jeglicher Schaden, der hinten drauf kommt, macht den Ring ein bisschen mehr kaputt. Also, aua. Also, der Ring bricht dann halt nach einer Weile. Sehr schön, du brauchst so lange für deine Angriffe. Das kann ich mega schön ausnutzen. So, oh, ein Menschenbild. Ich wusste gar nicht, dass die droppen. Siehst du mal. So, da steht noch einer mit einem Schwert und da steht noch einer mit einem Schwert. Kümmere ich mich doch erstmal um den hier mit dem Schwert. Ah, der hält nicht so viel aus wie der Typ mit dem Hammer. Oh, der andere Typ kommt auch schon an. Wollte schon sagen, den habe ich da drüben plötzlich gar nicht mehr gesehen. Ganz ruhig, mein Freund. So, und tschüss. Der hat sogar nur zwei ausgehalten, krass. So, schauen wir mal. Hier stehen schon einige Sachen davor. Ja, doch, das könnte eine Mimik sein, oder? Und weg. Oh shit, ich hasse diese Viecher. Ach, ich muss sagen, das hasse ich ein bisschen an diesen Mimics. Also, ich finde ja ehrlich gesagt, die Mimics in Dark Souls 1 sind da deutlich fairer. Ich meine, die hier sind schwächer, klar. Aber ich finde die Mimics in Dark Souls 1 dahingehend, ich glaube, ein Menschenbild könnte mal langsam wieder sinnvoll sein. Ich finde die Mimics in Dark Souls 1 dahingehend ein bisschen fairer, weil sie einen nicht sofort fressen können. Ich meine, klar, ich weiß, wie ich es machen muss. Ich muss einfach einmal, vielleicht zweimal draufschlagen und dann weg.
und dann einfach weg. Das ist der sinnvolle Weg. Aber ich meine, dass der halt sofort diesen Angriff macht. Ich meine, wir können auch den Fahrstuhl benutzen, den werden wir auch noch benutzen. Aber ich will jetzt natürlich nicht einfach hier meine Seelen liegen lassen und die Hälfte des Schlosses unerkundet lassen. Das wäre ja irgendwie schade. Ich hoffe mal, dass das Pferd nicht respawnt. Das ist tatsächlich der größte Gegner, den wir da hätten. Ich meine, die komischen Hammerkrieger da, die kriege ich. Der Hammer, der Typ mit dem Hammer ist noch schwerer als die anderen. So, ist der Geist auch wieder da? Jo. Tschüss. So, dann kommen jetzt die, warum die kopflosen Männchen hier sind. Ich weiß nicht, ob das ein Hinweis darauf sein soll, dass die Elana was mit Vendrick zu tun hat. Aber so richtig klar, was es ist, weiß ja auch keiner so richtig, ne? Sehr schön. Der nächste Treffer hätte nämlich Bluten verursacht. Das wäre nicht so schön geworden. Also keine Ahnung, ob das da irgendwie mit zusammenhängt. So, das Vieh kommt nicht zurück, aber die sind wahrscheinlich nochmal da, oder? Ja, die muss ich nochmal bekämpfen. Ja, komm her. Ich meine, ich könnte ja auch mehr mit Schild spielen. Da wären die, glaube ich, noch viel einfacher. Und zack. Und zack. Aua. Alter, der hat rumgezogen. Sehr schön. Der hat ganz schön rumgezogen. So, jetzt schnell wieder den einen Typen mit dem Schwert da links erledigen. Und dann kommt der andere mit dem Schwert rechts ja gleich an. Warum kriegen die denn manchmal mehr Schaden und manchmal weniger? Das raff ich irgendwie nicht. Das ist etwas, was ich nicht so ganz raffe, muss ich sagen. Manchmal kriegen die übel viel Schaden und manchmal übel wenig. Ist das, was ich mal mache, Freunde? Lightning! Oh, das hat sogar beide getroffen. Nicht schlecht. Wir sind halt da nicht ganz so gut drin, ne? Alter! Und die Reichweite von den Typen. Vielleicht sollte ich da mal einfach... Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich... Alter, was die an Damage drücken, wenn die mal treffen, ne? Meine Fresse, geht doch. Ist das da dann auch eine Mimik? Aber dann mach ich, hol mir erstmal meine Seelen von drüben. Ich muss ganz ehrlich sagen, die waren jetzt stärker. Aber das ist halt so ein bisschen das, was ich ja schon öfter gesagt habe. Viele Sachen in Dark Souls 2 sind im Einzelkampf gar nicht so schwer. Aber sobald dann ein Gegner dazukommt, ne, wird es dann plötzlich nicht mehr ganz so einfach. So, jetzt bloß aufpassen, dass ich... mein Blutfleck berühre und nicht die Mimik aufmache. So, wisst ihr was? Dann gehe ich. Hier, friss den. Irgendwie mache ich damit nicht so viel Damage, wie ich das gerne hätte. So, geht doch. Oh, ein weiteres Nodachi. Toll. Ein weiteres Nodachi. Davon haben wir ja schon eins. Ja, und auch auf plus 10 aufgewertet. Und ein fossiler Drachenknochen brauchen wir für unseren Schmelzer, für unser Schmelzerschwert. Okay, jetzt gehen mir schon tatsächlich die Estes aus, ey. Ich habe ein bisschen viel, die haben auch viel Damage gedrückt. Ich weiß nicht, bei Dark Souls 2 kann das aber auch sein, dass die eventuell, das dürfte ja keine Mimik sein. Bei Dark Souls 2 könnte das sein, dass nachfolgende Angriffe... Feuersturm irgendwie mehr Schaden machen, aber ich bin mir halt nicht 100% sicher, wie das alles genau berechnet wird. Ah, es war schon extrem viel Schaden für zwei Treffer, muss ich mal ganz kurz anmerken. Eine uralte, grundlegende Pyromantie erzeugt Feuerpfeiler rund um den Wirker. Der Feuersturm soll den Zorn des Schöpfers des Zaubers verkörpern. Alles klar. Ah, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal bin ich mir bei den Dark Souls 2 Sachen nicht so ganz sicher. Also, manche, wie gesagt, Dark Souls 2 hat so ein paar Sachen... die sind irgendwie nicht ganz so geil, wie halt unter anderem manchmal die Hitboxen. Aber gut. Ich will darüber jetzt erstmal nicht weiter reden. Denn wir wollen hier erstmal ja durchs Schloss kommen. Ah, jetzt sind wir wieder im Regen. Ich glaube sogar, dass da könnte ein Gargoyle sein, oder? Auf jeden Fall haben wir hier erstmal den Knight. Der lebt sogar noch. Sehr schön. Ah gut, der Gargoyle hat zum Glück gewartet. Ich meine, ich habe schon drei von denen gleichzeitig bekämpft. Von daher sollte das nicht so das Problem werden. Ah, der hält schon ein bisschen was durch.
Ah, ist halt irgendwo doch ein Bossgegner, ne? Dass mir mich da noch getroffen hat, finde ich jetzt nicht ganz so geil. Oh, shit. Jetzt wird's knapp. Und tschüss. Sehr gut. Gargoyle besiegt. Glitzerndes Titanit bekommen. So, und damit sind wir nämlich, glaube ich, wieder da, wo wir gerade am Anfang waren. Wir sind quasi einmal zurückgekehrt. Kann ich hier einfach runterfallen? Jo. Dann nehme ich mir mal noch einen Lebensstein. Dann gucken wir mal ganz kurz, was sich hinter dieser Türe verbirgt. Die Pyromantie-Ladies. Zwei Stück. Finde ich irgendwie nicht ganz so geil. Ah, sehr gut. Die da kann mich nicht treffen, richtig. Sehr schön erledigt, die beiden. So, dann machen wir erstmal ganz kurz den Hebel hier auf, weil dann haben wir den Shortcut freigeschaltet und können hier theoretisch jederzeit zurückkommen. Das macht die ganze Sache dann gleich viel angenehmer. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Wir haben Reparaturpulver und 10 Flammenschmetterlinge. Nicht schlecht, Freunde. Ist da irgendwas? Nee. Wir haben hier noch ein Item. Wüstenzauberinnen-Oberteil. Oh. Gut, das ist von den Frauen, die wir gerade getötet haben. Welches ist denn das? Das da? Oh, yes. Alles klar. Zauberinnen-Oberteil aus dem fernen Land Yugo. Offenbar aus gewöhnlichem dünnen Stoff, doch mit mächtiger Magie durchtränkt. Wüstenzauberinnen bestechen durch ihre bezauberndes Äußeres, mit dem sie Leute überrumpeln. Selbst jene, die sie aufmerksam genug sind, diesen Trick zu durchschauen, unterliegen mit frappierender Regelmäßigkeit ihren Verführungskünsten. Alles klar. Das sieht ja irgendwie doof aus bei mir. Aber die haben das tatsächlich auch an. Die haben bloß so eine weiße Haut. Da fällt mir das gar nicht so recht auf. So, du... Kindermimik. Oh Gott. Estes Flakonscherbe. Jetzt haben wir noch einen Invader. Jetzt haben wir tatsächlich hier noch einen Invader. Ist aber an sich nicht ganz so wild, weil wir sind jetzt einmal quer durch das Schloss. Wir haben den Fahrstuhl aktiviert. Ah, der kommt auch gerade mit dem Fahrstuhl. Hallo, hier bin ich. Da ist mir das alles relativ schnuppe. Weil der kann mir meine Seelen nicht sonderlich... nicht sonderlich groß streitig machen. Ich habe halt Angst, dass der jetzt eine Plunging Attack einfach macht. Hier bin ich. Weil ich will jetzt auch nicht zu weit wieder reingehen. Weil sobald ich durch die Tür oben bin, habe ich das riesige Problem, dass ich, dass ich da wieder komplett zurück muss, wenn ich da meine Seelen zurückholen will. Da habe ich halt jetzt eigentlich keinen Bock drauf. Ich würde vielleicht einfach mal ganz kurz... Ja, ich weiß nicht, wir gucken mal, ob er schnell zurückkommt. Ich meine, wenn er jetzt da oben... Das Problem ist, ich will halt verhindern, dass der mich jetzt planscht hier. Weil das ist so eine fiese Stelle, wo man einfach eine gute Plunging-Attack machen kann. Weil der Gegner viel zu sehr auf der Leiter sitzt. Also die Leiter ist viel zu lang, als dass man da kontern könnte. Ja, ich riskiere es jetzt einfach. Ich will halt bloß nicht... Also was ich auf keinen Fall will, ist... nochmal in die Tür rein, weil... dann sind meine Seelen wieder so weit weg, da habe ich echt keinen Bock drauf. Okay, er planscht mich erstmal nicht. Er ist offensichtlich durch die Tür gegangen. Er ist, glaube ich, gerade irgendwo... Oh nee, das können einfach Gegner gewesen sein. Na gut, da ihn ja sowieso keine Gegner angreifen, wird er wahrscheinlich jetzt meiner Spur folgen, meiner Spur der Verwüstung. Und wird dann irgendwann wieder beim Bonfire ankommen, vermute ich mal ganz groß. Das heißt, ich kann ihm ja schon mal so ein bisschen entgegenlaufen. Nicht zu weit, weil ich will nachher... Wie gesagt, ich glaube, das Problem wird sein, dass wir nicht sonderlich... ich bin halt nicht sonderlich gut im PvP. Den letzten Typen habe ich zwar... Oh, da kommt er. Den letzten Typen habe ich zwar sogar besiegt. Aber das war halt am Ende auch nur durch einen Backstep, ne? Und den erstmal, den zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Hier können wir gut kämpfen, hier verliere ich meine Seelen nicht. Ich meine, das Blöde ist, ich verliere meine Menschlichkeit, die kann ich nämlich sogar tatsächlich noch gebrauchen. Kommt der mal? Ich habe ihn doch gerade gesehen. Er kann ja auch vor allem nicht zurück. Glaubt er jetzt, ich verstecke mich vor ihm? Oder versucht er mich zu ambushen? Das kann natürlich auch sein.
Sonst würde ich mal sagen, ich warte einfach am Bonfire auf ihn und schneide das vielleicht, bis er endlich da ist. Der sah jetzt nämlich auch so aus, als hätte er zumindest ein bisschen Ahnung, was sein Gear angeht. Das sah zumindest schon sehr interessant aus. Wir sehen uns mal gleich wieder. Bis gleich. Da kommt er. So, und da sind wir wieder. Da ist er gerade gekommen. Alter, der hält aber was aus. Das war ein Backstep. Das war ein Backstep. Und das war nicht sonderlich viel. Aber fairerweise macht er auch nicht so viel Schaden. Oh Gott, die Verbindung ist ja wieder der Hammer. Die Verbindung ist ja der Hammer, ey. Alter, ist die Verbindung der Hammer. Dark Souls 2 PvP. Ja, okay. Dark Souls 2 PvP. Die Verbindung kann manchmal ein bisschen schlimm sein. Aber ich habe mich... Also ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich wirklich nicht null in PvP gesteckt habe, dafür, dass ich schon ein relativ hohes Level bin, aber vergleichsweise relativ schwache Stats habe und dass meine Waffe noch nicht mal auf plus 10 ist, die ich hier benutzt habe und das bei den meisten Invadern ja der Fall ist, weil... Ich meine, die bereiten sich ja darauf vor, wenn die invaden. Und ich glaube, Dark Souls 2 hatte im Gegensatz zu Dark Souls 3 halt noch nicht die, die Eigenschaft, dass du nach Aufwertung der Waffe gewertet wurdest. Und dass meine Rüstung nicht aufgewertet ist, das kann man ja auch noch machen. Muss ich mal sagen, schlage ich mich echt nicht schlecht. Also, ich meine, ich glaube, den ersten Invader, der hat mich richtig fett geschlagen. Den zweiten habe ich besiegt und der dritte, das war jetzt ein richtig knapper Kampf. Und man muss auch fairerweise sagen, die... Wie gesagt, die Verbindung war nicht sonderlich gut, wie es schien. So. Stimmt, ich habe eine Scherbe gefunden. Gar nicht erwähnt irgendwie, glaube ich, oder? Weil ich wusste, dass die da ist, um ehrlich zu sein. Ich meine, manches weiß man natürlich. So, ich glaube, aufsteigen kann ich nicht. Jetzt haben wir schon 11 Äste, ist echt nicht schlecht, ne. Also wir brauchen 20.000 Seelen zum Aufsteigen. Wie gesagt, das Aufsteigen an sich ist jetzt auch gar nicht mehr so wichtig. Frage ist, hast du mal endlich was? No interest. Du wirst nie was haben, habe ich das Gefühl. Wir können mal mit den Seelen ganz kurz die Leiter kaufen. Das wollte ich ja schon ewig mal kaufen. Dieses hier, diese Leiter-Miniatur. Damit ich die nicht vergesse, da habe ich die schon mal. Da habe ich die schon mal. Hat die Katze noch irgendwas? Das Ding ist, wir sind jetzt an so einer Stelle. Wir sind 20 Minuten. Oh, Molly, have you? Well. Gegenstand kaufen. Flugkatzenstiefel, was ist das denn? Mit braunem Fell gefertigte Stiefel. Die Stiefelsohlen absorbieren Erschütterung und verringern den Fallschaden. Diese bei einer Feierlichkeit verwendeten Stiefel sind, sind leicht und belastbar und halten warm. Nice. Hast du noch irgendeinen coolen Ring oder so, den ich haben wollte? Ich glaube nicht. Nee, ansonsten hast du auch nichts Interessantes. Ja, ich würde einfach mal sagen, ich weiß, in der Folge haben wir jetzt an sich, wir sind einmal quasi rum gegangen, aber ich denke, wir haben ganz gut was erreicht. Beim nächsten Mal geht's dann tiefer ins Schloss. Da benutzen wir natürlich als erstes mal den Aufzug, weil den haben wir ja freigeschaltet. Und dann werden wir mal gucken, was hinter der Tür vielleicht auch lauert, die wir nicht aufmachen konnten. Aber ich würde sagen, das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 2. Bis dahin und ciao. So, da bin ich nochmal. Ich habe gerade so ein bisschen die Folge geschnitten und habe gemerkt, dass die doch recht kurz geworden wäre, wenn wir jetzt aufgehört hätten. Ich meine, klar, es wären 20 Minuten gewesen, aber komm. 20 Minuten für ein Open-World-Spiel sind tatsächlich meiner Meinung nach als Let's Play relativ wenig und deswegen habe ich mir gedacht, schneiden wir jetzt hier noch ein bisschen was ran und machen noch ein bisschen weiter, weil wie gesagt, es wäre, also ich meine, die letzte Folge war ja schon ein bisschen kurz, das war aufgrund von Zeitmangel, da musste ich die ein bisschen kürzer machen, aber diese kann jetzt mal, und weil ich wusste, dass hier halt ein bisschen viel passiert, aber diese Folge kann ja jetzt mal doch wieder ein bisschen länger werden. Ich meine, ach so, warte, ich glaube, jetzt muss ich den... Ja, jetzt muss ich den Hebel erstmal aktivieren. Der blöde Invader hat beim letzten Mal den Fahrstuhl hochgeschickt. Das Ding war halt, durch den Invader hatte ich dann auch die genaue Zeit nicht so ganz, auf dem Schirm. Das wurde ja dann rausgeschnitten und deswegen denke ich mal, machen wir jetzt einfach noch ein bisschen weiter, weil, ja, ansonsten,
Ansonsten wären die Folgen immer sehr kurz und je kürzer die Folgen sind, desto länger dauert das Projekt. Und ich will das ja auch nicht ewig strecken. Deswegen, ich denke, eine halbe Stunde für ein Open-World-Spiel, wobei jetzt Dark Souls 2 nicht so das typische Open-World-Spiel ist, sollte so der Standard sein. Das ist dann auch ganz gut so. Ich meine, viele Serien gehen ja auch so halbe bis dreiviertel Stunde, wobei dann dazwischendurch immer noch Werbung kommt, aber das passt schon. Ansonsten denke ich soweit. Hat der Invader die Tür wieder zugemacht? Wow, na von mir aus. Soll er mal machen. Wir gucken jetzt erstmal, was wir hier oben am Ende des Fahrstuhls finden. Wir fahren auf jeden Fall ewig lang. Und hier sind Haufen Spiegel. Ich höre irgendwas. Ich höre irgend... What the fuck bist du denn? Was bist du denn? Okay, wir brauchen da offensichtlich einen Schlüssel für. Ah, und da ist auch scheinbar jemand gefangen. Okay, da ist eine Truhe. Da ist noch eine Truhe und da hinten ist noch eine Truhe. Alter, das Geräusch, was der macht, ey. Königskorridorschlüssel. Was der für ein Geräusch macht, ey. Nein, warte, das war richtig. Das klingt schon echt ein bisschen komisch. So, der Königskorridorschlüssel. Der ist dieser hier. Schlüssel zum Königskorridor im Dragon Lake Castle oder im Dragon Lake Schloss. König Wendrick versuchte alles, um den Fluch abzuschütteln, der sein Königreich bedrohte. Doch als der letzte Versuch gescheitert war, floh der König durch den Königskorridor. Ah, König Wendrick war also geflohen. Ich glaube, hier oben sind keine Mimics. Wäre irgendwie komisch. Seelengefäß und Feuersamen. Gut, da könnte ich meine Pyromantieflamme nochmal verstärken, wenn ich eine benutzen würde. Und Seelengefäß kann man, glaube ich, nochmal neu leveln. Starker Zauberschild. Gut, das ist jetzt auch etwas, was wir wahrscheinlich nicht nutzen werden können. Denke ich mal. Erfüllt den Schild mit der Schildhand, in der Schildhand mit Magie, verstärkt den Schild, um zusätzlichen Schaden zu absorbieren. Manche Mitglieder der Zauberakademie von Melfia spotten über diese Art von Magie. Insbesondere die Puristen betrachten alles, was auch nur ansatzweise mit Schwertkampf in Verbindung steht, mit Verachtung. So, so, der kommt ja eigentlich auch von Havel, der Zauberschild, wenn ich mich nicht irre. Oder ist das ein anderer? Weil Havel hat ja einst, Havel stand ja so ein bisschen, falls ihr euch erinnert, in Dark Souls 1 ein bisschen in... war ja ein bisschen der Rivale von Seath und der hat ja Zauber benutzt und um eben gegen die Zauber von Seath antreten zu können, also was heißt Rivale, ich glaube Havel hat Seath sogar gehasst, auch wenn er ja ein Verbündeter war, weil es halt ein Drache war und hat dann eben eine Magie entwickelt, um sein Schild gegen die Zauber von Seath stark genug zu machen. Wahrscheinlich hat Havel vermutet, dass Seath, so wie er einst die Drachen verraten hat, auch irgendwann die Götter verraten wird. Und ich glaube, hier können wir, genau, den Königskorridorschlüssel benutzen. Hierdurch ist Wendrick also geflohen, als er den Fluch, als er merkte, dass er den Fluch nicht aufhalten konnte. Köderschädel. Da ist irgendein Baum. Okay. Was ist das denn? Kommt da Schnee durch? So, die Frage ist jetzt, ich glaube hier... Oh ja. Ich wusste es doch. Ach du Scheiße, die kommen alle auf einmal. Die kommen ja alle auf einmal. So, zwei erledigt. Wie der mich einfach tritt. Wie der Typ mich einfach tritt. Das gibt's ja wohl nicht. So, erledigt. Oh, war da noch einer zum Leben erwacht? Oh, die sind gar nicht so stark. Die machen gar nicht so viel Schaden, aber ich glaube, wenn da halt wieder zwei gleichzeitig treffen können, dann ist schon ganz schön ordentlich. So. Und hier würde ich jetzt ganz gerne nochmal... Oh, versteinert etwas. Nochmal ein Menschenbild benutzen. Um wieder Menschlichkeit zu erhalten. Und dann finden wir hier... Nämlich wieder Benhard von Yugo. Und den beschwören wir jetzt natürlich mal.
Da kommt er auch. Phantom Benhard von Hugo. Und dann würde ich sagen, ab hier rein. Und dort finden wir den nächsten Boss. Den Spiegelritter. Hey, mach mich Benhard gleich tot. So. Gut, mit Benhard sollte das alles jetzt nicht ganz so schlimm werden. Das Ding ist, das ist tatsächlich so ein Boss, der ein bisschen gegen Magiegegner sehr gut ist. Weil der diesen Schild hat. Oh ja. Und man darf auch gar nicht auf den Schild hauen. Der hat halt diesen Schild. Und jeder Angriff von dem Schild, auch Magie, prallt da einfach ab. Wie hat er mich da getroffen, ey? Okay, aufpassen. Gut ausgewichen, Benhard. Wow, da bin ich zu früh gerollt. Das gebe ich zu. Ach Mist, das wieder auf den Schild. Ich muss nach links ausweichen. Sehr gut getroffen. Immer nach links ausweichen, wo nicht seine Schildhand ist. Dass er mich da noch erwischt, hätte ich nicht gedacht. Oh, shit. Ja, und jetzt kommt das Ding von dem Spiegelritter. Da ist eigentlich ganz gut, dass ich Benhard dabei habe. Der kann nämlich einen Typen beschwören. Oh, shit. Das war schlecht. Und das Gute ist, Benhard kümmert sich jetzt so gerade ein bisschen um den. Oder auch nicht. So, dann kümmere ich mich mal um den. Und den müssen wir dann natürlich immer umhauen. So, ich hoffe, Benhard überlebt das Ganze. Hey, lass mal Benhard in Ruhe. Das ist jetzt gerade echt schlecht. Der haut mir Benhard zu sehr um. Der haut mir Benhard tatsächlich zu sehr um. Das ist echt schlecht, weil Benhard muss überleben. Oh shit, ich hätte den anderen Ring benutzen sollen. Sehr gut, aber er ist gleich tot. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen hier. Lass Benhard leben. Oh, das war knapp. Der hat sich jetzt ein bisschen sehr auf Benhard konzentriert. Dadurch wurde das jetzt tatsächlich sogar noch ein bisschen schwieriger. Aber wir haben ihn besiegt. Benhard hat überlebt. Ja, übrigens, Fun Fact bei diesem Boss ist, wie ihr gesehen habt, also der hat jetzt diesmal nur einen Gegner beschwört. Liegt einfach daran, dass wir mit Benhard sehr viel Damage gemacht haben, wodurch wir den sehr, sehr schnell runtergehauen haben. Aber wenn der so einen Gegner beschwört, kann der auch einen Spieler beschwören. Das ist mir tatsächlich bei meinem ersten Durchlauf passiert. Der kann einen Spieler beschwören. Und zwar kann man, glaube ich, wenn man hier vor der Boss-Arena seinen roten Speckstein legt. Ich glaube, man muss nicht mal in irgendeiner Covenant sein, aber ich glaube, man muss den roten Speckstein legen. Habe ich den überhaupt schon? Ich weiß gar nicht, ob ich den habe. Ich glaube, ich habe den noch gar nicht. Ich glaube, den hätte ich kaufen können. Den muss man hier legen, dann kann man vom Spiegelritter in den Bossraum beschworen werden. Es ist ein bisschen sehr mächtig, weil natürlich ein Spieler sehr viel intelligenter ist als so ein NPC. Und deswegen ist das tatsächlich ein bisschen unfair dann, gerade wenn sich der Spieler auch noch darauf spezialisiert hat, dem Spiegelritter zu helfen, indem er ihn zum Beispiel immer heilt, was mir halt wie gesagt beim ersten Mal passiert ist. Aber ja, so viel zum Spiegelritter. Wir finden hier noch etwas, und zwar Seelenblitz, Zauberquarzring plus 2 und 3 Asketenleuchtfeuer. Wow. Seelenblitz. Aber schön, damit haben wir den geschafft und haben auch wieder mal Benhard von Hugo durchgebracht. Das da haben wir. Ein von Straight entwickelter Zauber, dem großen Magier des alten Olafes, schießt einen blendenden, durchbohrenden Lichtstrahl ab. Straight hat mit einem alten, schwerfälligen Zauber begonnen, der dazu noch beiläufig, häufig fehlzündete und nach hinten losging und hat ihn im Laufe der Zeit perfektioniert. Ja, Straight kennen wir ja schon, das ist der, der uns Bossseelen machen kann, also einer von denen. Und der Zauberquarzring plus 2. Dieser Ring wird an der Zaubererakademie von Melfia Schülern einer bestimmten Stufe verliehen. Der seelenbasierte Quarz erhöht die magische Abwehr. Pyromantglocken stellt Kopien her, sehr zum Einsetzen der konservativen Fakultät der alten Garde. So, wir haben jetzt einen Finsterquarzring plus 1, einen Donnerquarzring plus 1 und einen Zauberquarzring plus 2 sogar tatsächlich. Nicht schlecht. So, und dann geht's mal ab nach unten. Den könnte ich vielleicht sogar gebrauchen, fällt mir gerade so ein im nächsten Gebiet. Es ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht, so Zauberquarzring plus 2.
Also ich meine, ich will ja nicht spoilern, was das nächste Gebiet ist, aber ich glaube, das könnte ganz gut werden. Ich meine, was habe ich momentan für Ringe? Ich meine, ich könnte den silbernen Schlangenring mal langsam ablegen. Inzwischen, der bringt halt 10% mehr Seelen. Das war halt für den Anfang ganz gut, um endlich ein bisschen oder um schnell ein bisschen aufzuleveln. Aber da wir ja jetzt, wie gesagt, den Teil des Levels erreicht haben, von dem ich meine, dass wir den... Oder, also, da wir jetzt genug... Grüne Blüte. Da wir jetzt genug Seelen, also jetzt die Seelen bringen halt nicht mehr so viel mehr, weil wir kaum noch aufsteigen können. Wir brauchen 20.000 Seelen, um aufzusteigen. Deswegen glaube ich jetzt langsam, bringt dieser Ring jetzt nicht mehr ganz so viel. Aber ja, werden wir mal schauen. Dann kann ich den vielleicht ablegen und mal den Zauberquarzring anlegen. So, Schrein von Amana. So, ich würde sagen, wir reisen zurück nach Majula und diesmal machen wir, glaube ich, wirklich hier Schluss. Wir können aber jetzt sogar einmal aufleveln noch. Ich glaube, ich nehme Vitalität ist diesmal dran, ne? Ich sage ja, ich gehe jetzt immer Vitalität, Belastung und... Sagt sie was anderes jetzt? Ich glaube, sie hat gerade was anderes gesagt, oder? So, hauen wir mal Vitalität hoch. Wir können eigentlich nochmal was hochhauen mit ein bisschen extra Seelen. Dann machen wir das gleich nochmal. Da hauen wir gleich mal noch hier irgendwie so eine Seele rein. Die da. Sogar eine 5000er. Bearer of the curse. I will always be at your side. Until hope has fully withered. Ah, sie sagt jetzt was anderes. Sieh mal einer an. So, dann einmal nochmal Konstitution. Ah, ne, nehmen wir nochmal Belastung. Beim nächsten Mal dann wieder Konstitution und dann wieder Vitalität und so weiter und so fort. Wie gesagt, Belastung ist ja auch ganz wichtig. So, mal ganz kurz gucken. Verkaufst du inzwischen was? Oh, sie verkauft. Na toll. Sie verkauft jetzt Gift- und Blutungssteine. Super, vielen Dank. Die brauche ich jetzt ja überhaupt nicht. Dann kaufe ich bei dir mal noch Lebenssteine. Und dann... Nein, warte, ich will 7 kaufen. So. Und dann... ja, würde ich mal sagen, lege ich mal den Zauberquarzring an, weil ich glaube, wie gesagt, der könnte uns im nächsten Gebiet durchaus helfen. Aber ich würde sagen, wie wir das nächste Gebiet erkunden, nämlich den Schrein von Amana, das seht ihr dann jetzt aber wirklich erst in der nächsten Folge von Let's Play Dark Souls 2. Bis dahin, ciao.